Holster Mr. C. Ich habe ihn schon auf der Messe probieren dürfen. Ein Tabak, der nach Siniminis schmecken soll, aber in meinem Empfinden nicht ganz so cremig ist, wie erwartet. Wirklich ein geiles Ding. Ich konnte schon auf der Messe probieren. So sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt ein Köpfchen. Nee, mein Freund. Ich bin auch extra dafür gekommen. Du hast mich eingeladen auf ein Köpfchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf zwei Köpfchen. So, wir sitzen jetzt gerade hier. Die drei Kohlen sind auf dem Magma-Aufsatz. Und wie hast du deinen Kopf jetzt gebaut? Ich habe meinen Kopf mittelhoch, locker, flockig gebaut. Schön fluffig. So rauche ich ihn gerne in dem Oblaco Dosha. Und ich würde sagen, ich bin gespannt drauf, wirklich. Jetzt gibt es gleich das erste Zügchen zu meinem Kopfbau. Ich habe einen Vandenberg V1 genommen. Hab den eigentlich auch ganz locker fluffig reinfallen lassen, ab und zu ein bisschen reingestrichen, gut verteilt. Ich würde sagen, was redet man eigentlich lange um den heißen Brei? Rauch mal die Dinger an. Ja. Schau, das war das, was ich gemeint habe. Der schmeckt gar nicht so übelst penetrant, als zumindest bei mir jetzt. So eine softe Siniminis-Note, gell? Sehr angenehm auf jeden Fall, ja. Bis jetzt. Weil das habe ich am Anfang gemeint, dass du eigentlich denkst, der gibt jetzt so volle Kanne cremig in die Fresse, aber eigentlich du ziehst dran und es ist eigentlich so eine leichte, bis jetzt zumindest. Richtig. Es ist kein Zimttabak, wie man ihn kennt, so ne, Alvaro damals mit Lasuri oder so, ja. Sondern das ist schon sehr leicht. Ich bin aber jetzt gespannt, weil jetzt haben wir beide, glaube ich, 3-4 Züge genommen und die Sorten, die sind wirklich noch nicht an. Also der heizt sich gerade noch auf, der HMD, und die Ringe werden durch den Raum geschossen. Aber ich bin mal gespannt, wie der jetzt so in 5 bis 10 Minuten ist, wenn wir den schon ein bisschen angeraucht haben. Wir sehen uns gleich wieder im zweiten Cut, wenn die Köpfe ordentlich laufen. Bis gleich. Mo hat gerade Offcam so einen kleinen Vergleich gebracht und den fand ich eigentlich ganz passend. Vielleicht erzählst du nochmal den Leuten. Ich finde, der Tabak schmeckt, um es zu verbildlichen, wie der schmecken soll, finde ich wie die Siniminis, diese Cornflakes da. Man macht die in die Milch rein, oder? Erst die Cornflakes, dann die Milch hinterher so. Natürlich, ja, sonst bist du Untermilch. Auf jeden Fall. Und am Ende bleibt auch immer so ein bisschen Restmilch übrig, so mit dem Geschmack von den Cornflakes. Und ich finde, am Anfang, die ersten 5 Minuten, hat der Tabak genau so geschmeckt. Siniminis, diese letzte Schlückchen Milch, richtig nice, cremig, angenehm. Nach 5 Minuten, muss ich sagen, mit viel Hitze, mit 3 Kohlen haben wir geraucht gehabt, ja. Ist dieses milchige, die milchige Note ein bisschen rausgegangen und mehr Zimt in den Vordergrund gekommen. So ein bisschen intensiver geworden, habe ich das Gefühl. Er hat sich definitiv gewandelt, aber man muss jetzt auch dazu sagen, oft ist es so bei cremigen Sorten, dass ihr dann einfach ein zu intensives Aroma habt. Ich finde es zum Beispiel bei Cola so, am Anfang schmeckt es immer gut und dann wird es irgendwann zu heftig einfach. Aber findest du den jetzt zu stark? Findest du den jetzt zu intensiv? Nein, tatsächlich nicht. Ich finde den, ich habe gesagt intensiver, ich meine intensiver von der Zimtnote her. Da diese milchige Note weg ist, also ein bisschen rausgenommen wurde. Einfach intensiver nach Zimt, nicht zu stark, nicht angebrannt, drückt nicht, kratzt nicht, bei mir zumindest nicht. Ja, bei mir ist auch echt top. Also wir haben extra auch 2 Köpfe gebaut, falls es jetzt bei einem von uns irgendwie komisch sein sollte, dass wir den anderen Kopf noch probieren können. Aber man muss sagen, wirklich beides Mal können wir sagen, Mr. C schmeckt genau nach dem, was es soll, und zwar nach diesen Siniminis. Jetzt aber noch zu einer Sache, die nicht so erfreulich ist, und zwar wenn wir die Dose umdrehen und uns kommt etwas Blaues entgegen. Du bist der Profi. Ich bin der Profi, ja. Und zwar die neue Steuerbanderole. Die Dose Tabak, 200 Gramm, kostet nicht mehr wie gewohnt 17,90, sondern mittlerweile 24,90. Was die ganze Sache für mich ein bisschen unangenehm macht, den Kunden das zu erzählen, hier an der Front, sag ich mal. Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema, aber wenn wir ehrlich sind, Simon, Hand aufs Herz, guck doch mal alle Länder um Deutschland herum an. Frankreich, Tabak verboten. Schweiz teuer, Österreich teuer, Spanien weiß ich gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Bisschen günstiger? Ja, so 14 Euro. Ja, okay, abgesehen von Spanien sind alle Länder um uns herum schon in der Preisklasse, wenn nicht sogar drüber. Deswegen, klar, wir kommen jetzt von 17,90 auf 24,90, das tut weh für den Anfang. Ja. Aber ist es dir 24,90 wert? Würdest du den kaufen, 24,90, wenn du sagst, du stehst auf diese Zimtnote? Ich sag's ehrlich, ja, klar. Ja. Ich meine, auch als tiefster Schwabe, wir kommen ja beide aus Stuttgart, das hört man ja vielleicht auch, aber ich hoffe nicht. Wir haben uns angestrengt. Wir können einfach beides sagen, ein sehr, sehr guter Tabak, ja. Er macht wirklich Spaß
Und wir genießen jetzt noch die beiden Köpfchen. Danke, dass du am Start warst. Danke, dass ich kommen durfte. Vielleicht bis zum nächsten Review. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob es ein weiteres Review mit Mo geben soll.